Onkel, du lebst! Dank dir und deiner Freundin hier. Ich habe nur eine Frage. Was wisst ihr vom gefallenen Stern? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Ich werde nun noch mehr gefürchtet. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Von Osten soll ein König kommen. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Ein tragisches Ereignis, doch ich kann den gefallenen Stern nicht erreichen, ohne ihm gegenüberzutreten. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakarum warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Ja, ich habe heute ein paar neue Waren hereinbekommen, die dir bestimmt gefallen. Mir ist zwar jeder einzelne meiner Gegenstände sehr ans Herz gewachsen, aber wenn es sein muss, kann ich mich von ein paar Sachen trennen. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht. Mit der Frau des Schmiedes zusammen. Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat unsere Ration halbiert. Wie sollen wir kämpfen? Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorics zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Manchmal ist der Tod die einzige Gnade, die uns bleibt. Lasst mich euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Freunde, es tut mir leid. Bedauern wird euren Ort nicht retten, Schmied. Mira, meine Liebe, bitte vergib mir. Hilf mir! Mein Hass ist nicht ausreichend. Ohne euch
euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Wisst ihr, wo sich Leoriks Krone befindet? Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Dieses Mal kommt ein großes Rudel. Haltet die Stellung! Das waren die Letzten. Die Brücke ist frei. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Nicht genug Hass. Ich komme zu spät. Der Lehrling von Hedrick ist tot. Ich muss es ihm wissen lassen, sobald ich kann. Ich bin nun noch geschickter. Thank you.
Einige verschlagene kleine Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, das höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist, und dass ihre Portale in sein Reich führen. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Thank you.
Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Es betrübt mich, euch das sagen zu müssen, aber euer Lehrling ist gestorben. Närrischer Junge. Macht euch auf das Schlimmste gefasst und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich danke euch für die Nachricht. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die nicht in Frieden ruhen und nach Vergeltung streben. Diese Geister üben wahllos Rache an allen, die ihren Weg kreuzen. Denn sie glauben, dass das Blut der Lebenden ihnen das Leben zurückgeben kann und dass sie gebracht wurden. Wie befriedigend. Sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen.
Meine Kraft ist zurückgekehrt. Ich habe das Gefühl, die Krone ist in der Nähe. Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst.